Grüezi und hallo bei Swiss Laundry 802. Hier seht ihr meine neueste Errungenschaft. Einen Blomberg Waschtrockner WDT 6335. Es ist ein relativ einfaches Gerät. Es hat nicht so viele Programme zur Auswahl. Es hat bloß Kochbuntwäsche. Es hat Pflegeleicht. Und es hat, wie soll ich sagen, ein gemischtes ein Wolle-Feinwäscheprogramm. Also es hat kein separates Wollprogramm, kein separates Feinwaschprogramm. Es hat das bloß in Kombination. Und dann noch Spülen, Schleudern, Schwachtrocknen, Starktrocknen, also temperaturmäßig. Und hier hat man noch Zusätze wie Vorwaschen, Intensiv, Extraspülen, Bügel leicht und die Taste für das Trocknen. Hier noch die Schleuderdrehzahl, die man verstellen kann, und die Zeitvorwahl für das manuelle Trocknen. Das Trocknen nach dem Waschen, wenn man die Taste aktiviert, ist automatisch auf der höheren Trockenstufe, also volle Pulle. Und das wird extrem heiß, wirklich. Ich denke mal, dass das nicht so toll ist für die Wäsche. Also sie ist auch wirklich trocken, das ist sie. Aber ich denke, da die Maschine so stark aufheizt, ist es auch eine rechte Belastung dann für die Wäsche. Denn hier drauf wird es so heiß, dass man fast ein Spiegelei braten kann, wenn sie so voll am Trocknen ist. Und wie so Waschtrockner üblich, dauert eine Wäsche, sagen wir jetzt mit Frotté-Tücher drin, die gut gefüllt ist, so an die 5 Stunden mit Waschen und Trocknen, also eine ordentliche Länge. Ich würde das nur abends machen oder in der Nacht, wenn ich weiß, ich muss nicht gleich nochmal eine Maschine waschen, würde ich die so über Nacht laufen lassen, damit sie morgen dann trocken ist. Wie gesagt, sie trocknet sehr gut, was eigentlich erstaunlich ist für so einen Waschtrockner. Ja, meistens sind die ja oft nicht so doll im Trocknen, aber der trocknet wirklich gut. Was nicht so gut ist, finde ich, wenn man hier öffnet, ist der Bereich komplett von Kondenswasser pitchnass, also es ist richtig nass. Und sobald man das dann öffnet, rinnt das ab, sammelt sich hier und geht durch diesen Abfluss runter. Direkt auf die Trommel und natürlich in die darin befindliche Wäsche. Also die Wäsche, die hier liegt, ist dann wieder nass. Also es hat einen richtig großen Fleck dann oder zwei, je nachdem wie viele Wäschestücke das dort liegen, die dann wieder nass sind. Also das ist eine echte Konstruktionspanne. Also das ist nicht gut gelöst. Das hätte man besser hierhin geleitet, dass es nicht direkt auf die Trommel tropft, denn was bringt es? Schön trockene Wäsche, du machst den Deckel auf und hast wieder nasse Flecken. Ja, finde ich nicht so toll, aber wie gesagt, ist halt so. Ich denke, die Maschine werde ich nicht behalten, ich werde die dann wieder veräußern. Hab die so gut wie geschenkt gekriegt. Der Zustand ist eigentlich tipptopp. Maschine ist so wahrscheinlich 8 Jahre alt, noch gar nicht geguckt. Und wie gesagt, in einem recht guten Zustand. Ich musste hier ein bisschen was putzen, da ein bisschen was putzen. Und das war's. Der Rest ist in Ordnung. Sie ist relativ schön leise beim Waschen und auch beim Trocknen. Von daher, für jemanden, der keine großen Ansprüche stellt, ist das ein gutes Gerät. Ja, ich würde sagen, genug gequasselt. Ich werde es vielleicht noch 2-3 Mal mit der waschen und dann auf irgendeine Art werde ich sie wieder veräußern.
Also, ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.